Vier britische Trupps machen sich auf den Weg, um in der Ukraine zu kämpfen. Das Verteidigungsministerium startet eine verzweifelte Jagd, um die 19-jährige Queen's Guard zu finden, von der zuletzt an der polnischen Grenze gehört wurde, und drei Kollegen aus Angst, Putin könnte behaupten, Großbritannien sei in den Krieg eingetreten, wenn sie gefangen genommen werden. Es wird befürchtet, dass vier britische Soldaten AWOL gegangen sind, um Wladimir Putins Invasionstruppen in der Ukraine zu bekämpfen. Ein 19-jähriges Mitglied der Queen's Guard hat sich für die Internationale Legion ausländischer Kämpfer der Ukraine angemeldet. Der Umzug hat im Verteidigungsministerium Panik ausgelöst, und Sicherheitschefs versuchen, den Teenager abzufangen. Die Befürchtungen sind groß, dass Russland behaupten könnte, Großbritannien sei in den Krieg eingetreten, wenn britische Armeesoldaten in der Ukraine gefunden werden. Es wird befürchtet, dass vier britische Soldaten, darunter ein Teenager, der zum Schutz der Königin bezahlt wurde, AWOL gegangen sind, um Wladimir Putins Invasionstruppen in der Ukraine zu bekämpfen. Ein 19-jähriges Mitglied der Queen's Guard, dessen Identität aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurde, hat Berichten zufolge seine zeremoniellen Pflichten als Coldstream Guardsman niedergelegt und sich für die Internationale Legion ausländischer freiwilliger Kämpfer der Ukraine angemeldet. Berichten zufolge schrieb der Soldat seinen Eltern, bevor er am Wochenende ein One-Way-Ticket nach Polen buchte, um dann die Grenze in die Ukraine zu überqueren. Laut der Zeitung Sun hat er seitdem ein Foto seiner Stiefel auf Snapchat gepostet. Die Schockentwicklung hat im Verteidigungsministerium Panik ausgelöst, und Sicherheitschefs versuchen, den Teenager abzufangen, falls Russland zu behaupten versucht, Großbritannien sei in den Krieg eingetreten, wenn aktive Armeesoldaten an der Front kämpfen. Als Putin seinen brutalen Krieg zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine begann, warnte er ausländische Mächte, die versucht waren, einzugreifen, dass sie größeren Konsequenzen ausgesetzt sein würden als alle, denen sie in der Geschichte ausgesetzt waren. Tage später versetzte der russische Despot die nuklearen Abschreckungskräfte des Kremls in Alarmbereitschaft, was zu einer dramatischen Eskalation internationaler Spannungen führte, die im ganzen Westen Angst auslöste. Und in einer erschreckenden Drohung am Wochenende versprach Moskau, London für seine Unterstützung für Kiew zu bestrafen, und warnte unheilvoll: Russland wird den Wunsch Großbritanniens nicht vergessen, mit ultranationalistischen Kräften in der Ukraine und der Lieferung britischer Waffen an Kiew zu kooperieren. Regime. Ex-Armeechefs bezeichneten die AWOL-Soldaten als völlig verantwortungslos und warnten, dass sie inhaftiert werden könnten, wenn sie nach Großbritannien zurückkehren. Bisher sollen sich nur ehemalige Militärs aus dem Vereinigten Königreich für die Freiwilligenarmee der Ukraine angemeldet haben, und Angehörigen der britischen Streitkräfte wurde die Teilnahme an den Kriegsanstrengungen untersagt. Mehr als 20.000 Menschen aus 52 Ländern haben sich bereits freiwillig gemeldet, um die russischen Invasoren in der Ukraine abzuwehren, wo sie in einer neu geschaffenen internationalen Legion dienen werden, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Wochenende. Ungefähr 150 Veteranen der britischen Armee, die in Afghanistan gekämpft haben, haben sich bereits verpflichtet, die ukrainischen Truppen zu unterstützen, nachdem Außenministerin Liz Truss erklärt hatte, sie werde diejenigen absolut unterstützen, die sich für den Kampf als Teil der ukrainischen Streitkräfte anmelden wollten. Die Regierung distanzierte sich jedoch schnell von ihren Aussagen, als Downing Street eine Erklärung veröffentlichte, in der sie wiederholte, dass sie dringend von Reisen in die Ukraine abrät. Und dienenden Angehörigen der britischen Streitkräfte wurde verboten, Einladungen der ukrainischen Armee zum Kampf anzunehmen. Eine Quelle erzählte The Sun, dass der Squaddy seinen Posten verlassen, seinen Eltern eine Notiz geschrieben hatte, in der er seine Entscheidung erklärte und in ein Flugzeug nach Osten gestiegen war. Der Freund des Teenagers behauptete,
der abtrünnige Soldat sei gelangweilt und habe genug von dem zeremoniellen Kram. Die Quelle teilte der Zeitung mit, dass der Teenager geschimpft habe, dass Soldaten nicht in die Armee eintreten, um in Bärenfellmützen herumzustehen und herumzumarschieren. Der passionierte Armeechef General Lord Richard Dunnett warnte davor, dass es katastrophal sein könnte, wenn aktives Personal der britischen Armee von russischen Streitkräften gefangen genommen würde. Ein Beitrag im internen Nachrichtendienst der britischen Armee lautete: Es gab kürzlich einige Medienberichte über Ausländer, die in der Ukraine willkommen geheißen wurden, um beim Kampf gegen Russland zu helfen. Um es klarzustellen, als Angehörige der britischen Armee sind sie nicht berechtigt, in die Ukraine zu reisen, um den anhaltenden Konflikt gegen Russland in irgendeiner Form zu unterstützen, ob sie nun beurlaubt sind oder nicht. Bitte bleiben Sie professionell und konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe und Ihr Team. Die britische Armee kann passioniertes Personal nicht rechtlich daran hindern, nach Osteuropa zu reisen, aber Vollzeit- und Reservetruppen haben eine strenge Warnung erhalten, sich nicht an dem Konflikt zu beteiligen. Der trotzige Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, appellierte in den Tagen nach der Invasion an die Mitglieder der internationalen Streitkräftegemeinschaft, nach Osteuropa zu fliegen und sich den Kriegsanstrengungen anzuschließen. Rund 20.000 Freiwillige aus der ganzen Welt haben sich bereits für den Kampf angemeldet, etwa 16.000 sind bereits in der Ukraine vor Ort, darunter ein kleines Kontingent Briten. Viele von ihnen sagen, dass ihre Familien ihre Entscheidung besorgt, aber unterstützen. Einer von ihnen, Ben Grant, der im Irak diente, flog aus dem Land im Nahen Osten nach Hause nach Großbritannien, um seine Frau und seine Kinder zu sehen, und ging dann direkt von dort aus, um sich dem Kampf in der Ukraine anzuschließen. Er sagte: Ich hatte sie eine Weile nicht gesehen und sagte im Grunde, ich gehe in die Ukraine. Großer Schock. Es tut mir ein bisschen leid, um fair zu sein. Ich weiß, sie waren ziemlich verärgert. Aber die Leute brauchen mich hier. Jax aus Nordengland sagte: Die ekelerregenden Angriffe und Zelenskys Aufruf an die Menschen, sich der Ukraine im Kampf anzuschließen, motivierten ihn, sich anzuschließen. Freiwillige der britischen Lads Army, die bereit sind, es mit Putins Streitkräften aufzunehmen, könnten nach den britischen Terrorgesetzen strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie in die Ukraine kämpfen, hat Boris Johnson angedeutet. Kurz nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, versammelten sich Gruppen von Männern vor der ukrainischen Botschaft in West-London, um auf den Ruf des Komikers und Kriegsführers Zelensky nach ausländischen Kämpfern zu antworten, sich der Verteidigung seines Landes gegen Russland anzuschließen. Aber Anwälte haben gewarnt, dass Briten, die in der Ukraine kämpfen, nach britischen Terrorgesetzen strafrechtlich verfolgt werden könnten, ähnlich wie diejenigen, die Waffen für kurdische Milizen gegen ISIS in Syrien genommen haben. Der Premierminister mischte sich in die Debatte ein und warnte Mitglieder der sogenannten Lads Army, dass sie britisches Recht brechen könnten, wenn sie in die Ukraine gehen würden, um dort zu kämpfen. Bei einer Rede in Estland sagte Johnson: Ich kann verstehen, warum sich die Menschen so fühlen, aber wir haben in unserem Land Gesetze über internationale Konflikte und wie sie geführt werden sollten. Eine militärische Quelle sagte, dass 150 ehemalige Fallschirmjäger auf dem Weg nach Polen seien. Shane, 34, ein ehemaliger Scharfschütze beim Royal Regiment der Prinzessin von Wales, sagte, die Kommentare von Truss seien grünes Licht. Mehrere tausend Menschen haben sich freiwillig gemeldet, um sich der Truppe anzuschließen, darunter offenbar eine Gruppe von SAS-Veteranen, die darauf aus sind, die Ukraine zu verteidigen. Laut The Mirror meldeten sich die passionierten Soldaten der britischen Spezialeinheiten freiwillig für Missionen tief in der Ukraine, um die Verteidigung des Landes zu unterstützen. Die Veteranen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren trafen sich, um zu besprechen,
ob sie sich für die gefährliche Mission anmelden und die Ukrainer im Kampf unterstützen sollten. Der Schlüssel zu ihrem Einsatz liegt darin, dass es unter ihnen hochqualifizierte Scharfschützen und Experten für den Einsatz von Flugabwehr- und Panzerabwehrraketen gibt. Es kommt inmitten von Behauptungen, dass Kremlbeamte Putins, Invasion, privat anprangern, da US-Beamte warnten, dass der isolierte russische Despot aus Wut auf den erbitterten Widerstand der Ukraine schlagen könnte, indem er kleine Atomwaffen auf einige seiner Städte einsetzt. Die russische Journalistin Farida Rustamova, die in Regierungskreisen gut vernetzt war, bevor sie aus dem Land floh, als der Kreml ein umfassendes Vorgehen gegen abweichende Meinungen einleitete, hat behauptet, dass Beamte in Moskau nie geglaubt hätten, dass Putin in den Krieg ziehen würde. Sie machen jetzt angeblich apokalyptische Prognosen über die kommenden Wochen und Monate, während die Kämpfe weitergehen und Strafsanktionen beißen.